Moin ihr Lieben und willkommen zu unserer heutigen Folge und ich habe euch etwas Besonderes mitgebracht, denn heute craften wir Rezepte, die es so eigentlich nur auf Griefer Games gibt. Also Rezepte, die extra auf Griefer Games entwickelt wurden und die extra hier zum Einsatz kommen. Und das ein oder andere kennt ihr vielleicht, aber manche Dinge kennt ihr vielleicht auch nicht. Und für euch ganz wichtig, im Laufe des Videos erfahrt ihr, wie ihr die Möglichkeit habt, etwas zu gewinnen, das wir heute hier im Stream craften werden und das richtig schweineteuer ist. Ja, also wer Bock hat, das zu kriegen, der sollte auf jeden Fall das Video bis zu Ende gucken und auch nicht überspringen, denn vielleicht kommen die Hinweise, die ihr braucht, schon mitten im Video. Bleibt also dran. Bin übrigens nicht der Erste, der hier diese Rezepte zeigt. Kollegen, Grüße gehen raus an euch, aber ich dachte, es wird mal wieder Zeit für so ein Video, denn es kommen ja immer wieder neue Spieler dazu, die das noch nicht kennen. So, von daher, ich schalte mal die Ansicht um und wir gehen als erstes mal, was nehmen wir denn hier? Wir gucken mal in den hier rein und da haben wir ein sehr schönes Rezept. Nehmen das mal hier raus und wir packen das einfach 1:1 in unsere Crafting Box. Slash Craft könnt ihr die öffnen, ihr braucht also nicht wirklich eine Crafting Box dafür. Und dann legt ihr hier 5 Zucker oben hin, wie einen Helm, den ihr machen wollt. Dann packt ihr in die Mitte einen Eimer Wasser und unten kommen 3-mal Magma Cream. Und dann seht ihr schon, entsteht hier so eine Flasche und das ist die Cola. Cola gibt es nur auf Griefer Games. Bringt euch für 1,5 Minuten Speed 2, das heißt, ihr könnt ein bisschen schneller laufen. Ist eigentlich mehr ein Gimmick, aber ich finde sie ganz cool. Und vor allem auch mal zum Verschenken oder sowas oder um, wenn ihr eine Bar habt, die in Spender zu packen. Also eine Cola am Start. Ihr habt gerade gesehen, wie das Ganze funktioniert. Sehr, sehr, sehr cooles Rezept, finde ich. Dann haben wir hier etwas, das braucht eigentlich jeder. Wer das nicht kennt, wer das nicht hat, ich weiß nicht, wie man so leben kann. Ich kann ohne gar nicht mehr leben. Und zwar sind das die Jeezys, die wir herstellen. Ihr braucht 2 Lederschuhe. Lederschuhe, wisst ihr vielleicht, stellt ihr her, indem ihr euch zum Beispiel bei mir auf der Alien Farm einfach aus dem Spawner ein bisschen Leder holt. Links 2, rechts 2, dann stellt ihr die Lederboots her und dann macht ihr erneut Slash Craft, legt die Lederboots in die Mitte und packt rundherum einzelne Emeralds. Alles, was ihr dazu braucht, kriegt ihr bei mir auf der Farm. Das heißt, ihr könnt euch kostenlos Jeezys herstellen, indem ihr einfach auf PH Alien Farm CB16 euch das Material hier holt und schon habt ihr ein paar frische Jeezys gecraftet. Ja, und wofür braucht man die? Einfach zum schneller Laufen. Jetzt habe ich meinen Speedpack auch noch an, aber auch bei Speedpack läuft es sich mit und ohne Jeezys unterschiedlich schnell. Ja, also Jeezys immer am Start haben, ganz, 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 ganz wichtig und eigentlich eine sehr billige Sache, braucht ihr irgendwo kaufen, könnt ihr euch auf jeder Farm kostenlos craften. So, dann haben wir hier oben ein Rezept. Ich glaube, die meisten von euch kennen das gar nicht. Es ist aus meiner Sicht auch ein bisschen unsinnig. Und zwar, wenn man ein Stück Kohle in die Mitte legt und dann außenrum hier den Kobbel, legt man einfach 8 Smoothstone. Also das ist jetzt, als würdet ihr einen Ofen verwenden, nur dass ihr keinen Ofen verwendet. Ja. Zack, haben wir 8 Smoothstone und das können wir x-mal machen. Das ist ganz cool, wenn man unterwegs ist und braucht das gerade, aber eigentlich, also ich habe diese Funktion bisher nur sehr selten genutzt. Aber das ist noch nicht alles und jetzt fängt es an, dass es teuer wird. Ihr seht schon das Rezept, das könnte hier ein bisschen heftig werden, aber egal, wir legen los und packen das Ganze mal in die Crafting Box. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5 Beacons, die draufgehen. Und dazu packen wir Emerald-Blöcke. So, und wir bekommen daraus einen Dorfbewohner-Token. Den Dorfbewohner-Token, den braucht man, um einen beispielsweise Dorfbewohner eben vor dem Mob-Remover zu bewahren. Das heißt, ihr denkt vielleicht an mein Lorenrennen, da sitzen ja auch Dorfbewohner drin. Die habe ich alle mit einem Mob-Token versehen. Und dadurch despawnen sie nicht, wenn der Mob-Remover kommt. Na? Also sehr cooles Item, aber sehr teuer. Im Grunde könnt ihr das billiger kaufen als craften. Na? Das hängt immer davon ab, wie der Beacon-Preis gerade steht. Wenn der Beacon-Preis hoch ist, könnt ihr es besser kaufen. Und wenn der Beacon-Preis gerade niedrig ist, könnt ihr sie billig craften. Jo, das ist eins der neuen Rezepte, aber es wird noch teurer. Denn wir haben hier beispielsweise 5 Beacons drin liegen. Und was ich euch jetzt crafte, das könnt ihr gewinnen. Und ich verrate euch im Laufe des weiteren Videos auch noch, wie ihr das gewinnen könnt. Und jetzt wird es wirklich teuer. Denn wir craften einen antiken Helm. Der antike Helm Protection 6. Na, Teil der antiken Rüstung. Und dann gibt es das antike Rüstungsschild, Brustschild, auch Protection 6. Dazu gibt es antike Schuhe, auch Protection 6. Nur wahre Krieger tragen diese Rüstung. Und dazu kommt natürlich, was auch sonst,
die antike Rüstungshose. Ebenfalls Protection 6. Also damit seid ihr schon ziemlich gut ausgerüstet. Was euch aber jetzt noch fehlt, und jetzt, Freunde, jetzt wird es wirklich wehtun. Also haltet euch kurz fest, atmet durch. Jetzt tut es wirklich weh. Wir legen jetzt einen EP-Rahmen da rein. 4 Dracheneier. 4 Beacons. Und wir bekommen ein antikes Schwert. Schärfe 8. Dieses Schwert ist antik und über 1000 Jahre alt. Dieses Schwert kostet aktuell bei Griefer-Wert so um die, ich meine, 70.000 Dollar oder sowas sind das. Ich kann ja mal gerade nachgucken. 77.500 Dollar sogar. Also 70 bis 85.000 Dollar kostet so ein Schwert. Aber es sind ja auch fette Items drin. Also man hat mehr Item-Einsatz, als das Schwert eigentlich wert ist. Und wenn ich antike Rüstung suche, komplette antike Rüstung sind 27.500, das heißt, wir haben hier einen Gesamtwert von über 100.000 Dollar. Und ich mache jetzt Folgendes, auch wenn es bitter weh tut, es tut wirklich bitter weh, ich crafte es. Bam, es ist geschehen. Wir haben den EP-Rahmen, 4 Dragon Eggs und 4 Beacons reingepackt. Und diese gesamte antike Rüstung, die geht jetzt an euch raus. Und zwar könnt ihr in den Kommentaren den Hashtag Rüstung reinschreiben. Einfach Hashtag Rüstung und dann könnt ihr diesen Helm, diese Brustplatte, diese Schuhe, diese Hose und dieses antike Schwert. Einmal die gesamte antike Rüstung von mir gewinnen und das Ganze mit dem Hashtag Rüstung. Ausgelost wird das Ganze in meinem nächsten Montagsstream ab 21 Uhr. Und gewinnen wird auch nur der, der anwesend ist. Das heißt, wenn ich auslose, habt ihr eine Minute Zeit, euch zu melden im Livestream. Und wenn ihr euch nicht meldet und nicht vor Ort seid, um es abzuholen, dann werde ich neu verlosen. Ja? Also das Ding wird nicht aufgehoben und ich suche auch nicht den Gewinner. Ihr müsst im Livestream dabei sein am kommenden Montag, um das Ding zu gewinnen. Vom kommenden Montag reden wir vom 11. Oktober. Der 11. Oktober. Von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit diesen ganzen Items. Und wir sehen uns im Livestream. Ich drücke euch allen die Daumen. Hashtag Rüstung in die Kommentare. Ein Däumchen nach oben geben wäre super cool. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, wäre es natürlich mega, wenn ihr es noch nachholt und die Glocke aktiviert, damit ihr nichts mehr verpasst. Und viel Spaß beim Nachcraften der Rezepte. Haut rein. Wir sehen uns. Euer Rouge. Ciao.